Herzlich willkommen zum Vortrag Overmocked, wenn Mocks zur Würde werden. Ist der Einsatz von Mocks überhaupt sinnvoll? Eine provokative Frage. Um anzufangen, machen wir eine kleine Abstimmung. Keine Sorge, das ist alles komplett anonym und analog. Wir versuchen das gleich mal. Wenn Sie zustimmen, können Sie summen. Und so, einfach mal bitteschön, alle miteinander. Man kann ein bisschen weniger zustimmen, das ist ein leises. Einfach mitmachen. Man kann ganz stark zustimmen, das ist logischerweise ein bisschen lauter. So, also, genau, tipptopp, wir sind bereit. Ich erzähle eine kleine Geschichte. Und immer, wenn Sie sich angesprochen fühlen, summen Sie leise, laut, wie Ihnen zumute ist. Wir kriegen einen Auftrag, ein Feature, eine User Story. Ja, summen frei. Wer hat das schon erlebt? Summen? Gut. Wir verstehen das, wir implementieren das. Wir schreiben sogar ein paar Tests dazu. Wir schreiben ein paar Unit-Tests dazu. Wir verwenden Mocks für die Unit-Tests. Das Feature wird selbstverständlich termingerecht geliefert. Kennen wir nicht anders. Die Welt ist schön, der Kunde ist zufrieden. So soll es sein. Ein halbes Jahr später, ein Jahr später, kommt eine neue Anforderung, eine Änderung. Wer hat das schon mal erlebt? Gut, wir schauen uns die Anforderung an und sehen, oh, unser Code passt noch nicht ganz. Bevor wir das implementieren, wollen wir ganz kurz was refactoren, um das zu ermöglichen. Wir schieben eine Funktion, machen kleines Refactoring, wir schieben ein bisschen Code in eine neue Funktion, schieben eine Funktion von einer Klasse in die andere. Wer hat schon sowas schon mal gemacht? Und jetzt brechen alle Tests. CI/CD ist rot. Und jeder fragt sich, was ist denn hier passiert? Wer hat sowas schon mal erlebt? Ich sehe schon, ihr müsst das gar nicht hier sein. Ihr kennt das gar nicht. Zurück zur Frage, ist der Einsatz von Mocks in Unit-Tests sinnvoll? Die Antwort ist natürlich wie immer ja, aber. Und ich möchte euch in den nächsten 40, 45 Minuten ein bisschen was erzählen, was man tun kann, damit bei einem Refactoring die Tests nicht alle rot werden, damit wir die Tests als Sicherheitsnetz für unsere Refactorings nutzen können. Bei Fragen, einfach Fragen bitte im Raum und diejenigen, die online zugeschaltet sind, via Chat, das wird dann hier per Röllestation weitergeleitet. Danke, Michael, für das. Gut, die Ausgangslage. Wir haben Code, wir haben viele Unit-Tests. Anforderungen ändern sich. Refactoring wird notwendig. Oder wir bauen auch einfach nur eine neue Funktion ein. Und damit brechen wir bestehende Tests. Und selbst wenn kleine Änderungen an der Implementierung ganz viele Unit-Tests failen lassen, haben wir eigentlich ein Problem, denn wir wollen ja die Unit-Tests haben, nicht primär um den Code zu testen, dass er funktional richtig ist, sondern dass wir eine Sicherheit haben, damit wir refactoren können mit der Zuversicht, dass unsere Änderung den Code, die Funktionalität nicht zerstört. So, das Ziel, das wir haben, ist, wir wollen robuste Tests schreiben. Die sollen Refactorings überstehen. Das heißt, wenn ich an den Details der Software etwas ändere, soll mir der Test sagen, ob ich das Verhalten verändere, ob die Funktionalität noch dieselbe ist. Dazu gehören so Sachen wie ich verschiebe Code von einer Klasse in die andere, zerlegen von Methoden, Klassen und so weiter. Aber eben auch, wenn ich neue Funktionalität hinzufüge und damit kleine an einer Stelle ein If einbaue vielleicht und dadurch die halbe Welt zusammenbricht. Tests sollen aber auch fehlschlagen.
Und zwar dann, wenn die Funktion nicht mehr erfüllt ist. Dann sollen sie uns sagen, es ist was passiert. Aber es soll möglichst nur ein Test fehlschlagen. Wenn da alles tot ist bei jedem, und die, die fehlen, sollen einen ganz klaren Hinweis geben, was geht denn überhaupt schief. Es gibt hier verschiedene Ursachen. Sind so die Hauptpunkte in meiner Erfahrung. Vielleicht haben Sie andere. Das eine ist die Komplexität von Funktionen. Was ich damit meine, ist, ich habe eine Funktion, die hat irgendwie drei If-Statements, dann im Else noch ein Loop mit einem Switch-Case und das haben Sie alle schon gesehen. Viele externe Abhängigkeiten. Das heißt, ich habe irgendeine Klasse und der Konstruktor passt nicht auf eine Bildschirmseite, weil ich so viele Sachen incheckte. Dann die Größe des Unit-Tests. Das kann sein, dass der sehr klein ist. Dass ich jede Funktion einzeln teste, jede Klasse einzeln teste. Es kann sein, dass er zu groß ist, dass ich ein ganzes System teste. Und schlussendlich, als Folge von all diesen, ergibt sich eine enge Kopplung von Test und Implementation. Hier ein paar Indikatoren für die Komplexität von Funktionen. Alle Funktionen mit vielen Parametern. Ich weiß, das würden Sie nie so schreiben, weil wir machen ja alle Clean Code und so weiter, aber es gibt immer Legacy und es gibt immer die anderen. Was auch ein Indikator ist, wenn eine Funktion viele Flags berücksichtigen muss. Also im Stil von, wenn Fall A, dann mache ich hier was, Fall B mache ich da hinten was anderes. Was ich vorhin schon erwähnt habe, mehrfach verschachtelte Kontrollstrukturen, das sind die If und Else mit Switch Cases und Loops und ich hatte mal Kollegen, der hat am Telefon mit einem diskutiert und hat gesagt, ja, ich habe hier 14 verschachtelte Funktionen. Ich glaube, Michi hat das Telefonat überhört, also mitgehört und hat dann auch gesagt, zeig mir die Codebase, ich finde die Funktion anhand, einfach anhand der Verschachtelungstiefe. Das Problem dabei ist, diese Funktionen sind schwer zu verstehen. So als Hinweis, als Menschen können wir so im Schnitt 7 Sachen in unserem Gehirn bereithalten. Sie haben einen Arbeitsspeicher, Sie haben 7 Register. Wenn wir jetzt eine Funktion haben mit so viel Verschachtelung, mit vielen Parametern, ist die Zahl 7 Fakten über die Funktion relativ schnell erreicht. Das heißt, wir sind eigentlich nicht mehr in der Lage, das wirklich zu verstehen, was eine Änderung über den ganzen Verlauf, über alle Varianten der Funktion für Einfluss hat. Zu den externen Abhängigkeiten. Externe Abhängigkeiten sind grundsätzlich alles, was wir in eine Klasse injecten oder was von außen irgendwie auch als Funktionsparameter dazukommt. Im Test müssen wir das irgendwie zur Verfügung stellen. Und oft werden diese Abhängigkeiten einfach durch Mocks ersetzt. Es ist einfach, es geht schnell. Und oft ist dann noch, damit ich meinen Test überhaupt durchführen kann, muss ich viele Mocks richtig konfigurieren, damit ich über den ganzen Pfad überhaupt erst zu der Bedingung hinkomme, die ich testen möchte. Ich habe hier ein Beispiel. Das wird uns heute ein paar Mal verfolgen. Wir haben einerseits ein Interface, Motor. Das ist ganz einfach. Es kann einfach nur ein Motor ein Stück weiter bewegen, was immer ein Stück ist. Und wir können den Motor ausschalten. Wir haben einen Positionssensor, der uns einfach die Position von dem Ding irgendwie zurückliefert, was auch immer das ist. Auf der rechten Seite haben wir eine Maschine.
Die ist relativ einfach. Die hat einen Motor und einen Positionssensor und die hat einen Befehl, eine Funktion Move. Und die ist relativ simpel. Wenn wir nicht an der richtigen Stelle sind, machen wir einen weiteren Schritt, bis wir da sind. Und bei dem Beispiel haben wir jetzt schon zwei externe Abhängigkeiten. Wenn wir das testen wollen, Unit-Test, können wir keine echte Maschine anschließen. Wäre vermutlich schwierig umzusetzen, schwierig zu kontrollieren. Und es skaliert schon recht nicht, wenn wir dann auf dem Bildserver 20 Jobs parallel haben. Kaum ein Kunde hat dann 20 Maschinen parallel da stehen, die wir nur für CI/CD benutzen können. Das heißt, was wir jetzt tun werden, ist, der erste Instinkt ist, ja, wir mocken das einfach weg. Und in unserem Test sagen wir halt immer, ich bin drei Schritte von meiner Zielposition weg, also bringt mir die Position dreimal den falschen Wert und beim vierten Mal den richtigen Wert. Und dann schaue ich, ob die Step-Funktion oft genug aufgerufen wird, irgendwas in der Richtung. Die Unit-Test-Größe habe ich schon angesprochen. Machen wir kurz eine weitere Abstimmung. Wir haben jetzt so zur Auswahl, was ist eine Unit? Für was schreiben Sie einen Unit-Test? Das ist eine einzelne Funktion, eine einzelne Klasse, eine Komponente. Mit Komponente meine ich das Zusammenspiel von zwei, drei, vielleicht mehr Klassen, dass es quasi einen Use Case erfüllt oder das ganze System, quasi ich starte im Unit-Test Main oder so auf dem Level. Wir fangen an mit der Funktion. Wer ist der Meinung, ein Unit-Test sollte eine Funktion testen? Bitte einmal mit Summen. Wer denkt, das sollte eine Klasse sein? Eine Komponente? Ein System? Keiner mehr. Also wir haben einen ganz klaren Bevorzugung von Funktion, ein bisschen Klasse, Komponente, System. War jetzt hier keiner mehr dabei. Testen sollten wir aus Sicht des Anwenders unserer Software. Damit meine ich nicht denjenigen, der vor dem Bildschirm sitzt, sondern derjenige, der das Stück Software verwendet. Das kann ein anderer Entwickler sein. Und ursprünglich kam das Unit-Testing aus der klassischen Testdisziplin. Da hat ein Tester Tests geschrieben für eine Komponente, für ein Modul. Und was hier wichtig ist, dann sprechen wir vom öffentlichen Interface und nicht mehr von den Internas. Es gibt aber auch zu kleine Unit-Tests. Also immer dann, wenn wir anfangen, private Funktionen zu testen. Ein anderer Indikator ist, wenn alle Abhängigkeiten irgendwie weggemockt sind. Das heißt, wir haben genau eine reale Klasse in unserem Test und das ist unser Testi. Alles andere ist irgendwie weg. Als Konsequenz, sobald wir jetzt irgendwas ändern, wenn wir das Beispiel von vorhin wieder in Erinnerung rufen. Wenn ich jetzt hier weiß, aus einem vorhergehenden Schritt, dass meine Position nicht stimmen kann, kann ich vielleicht als Optimierung aus dem While einen Do-While-Loop machen und die Prüfung ans Ende hängen. Als Konsequenz davon würde jetzt der Test failen, weil ich den so hart gemockt habe, dass ich es genau dreimal mit dem falschen Wert aufrufen muss und dann mit dem richtigen. Weil ich aber nur diese eine Klasse in einem ganz kleinen Kontext teste, weiß ich nichts von der Bedingung, dass der am Anfang garantiert nicht auf der richtigen Position steht. Das heißt, dieses Refactoring würde mir meinen Test jetzt brechen. Und was sich daraus ergibt, das Zusammenspiel von einzelnen Funktionen, von einzelnen Klassen bleibt meist relativ ungetestet, weil wir uns auf die ganz kleinen Einheiten beschränken. Kleiner Disclaimer hier, natürlich gibt es Situationen, wo das Sinn macht. Wenn ich einen Algorithmus habe, irgendwas etwas Komplexes, eine komplexe Berechnung, testet das im Kleinen, das macht Sinn. Ihr habt
habe den Output unter Kontrolle. Aber über alles gesehen würde ich ein bisschen davon abraten. Wir kommen gleich noch dazu bei den Strategien. Es gibt die zu großen Unit-Tests. Das ist oft, wenn sehr viel Setup-Code ist. Wer hat schon mal so einen Unit-Test gesehen? Der Test ist so 3 Zeilen und oben drüber sind 20, 30, 40 Zeilen mit Setup. Einfach mal mit Summen wieder. Kennen alle. Wieder viele Mocks. Gerade bei Tests, die viel testen, ist oft so, dass wir ganz viel mocken müssen, vorbereiten müssen, dass wir am Schluss überhaupt zu der Stelle kommen, die wir eigentlich testen müssen. Und je mehr wir quasi in diese Vorbereitung stecken, damit wir überhaupt vom Kontrollfluss her an die interessanten Stellen kommen, desto anfälliger sind wir selbstverständlich dafür, dass genau diese Stellen fehlschlagen, wenn wir in dem Teil etwas refactoren. Und als Konsequenz natürlich, die Tests sind unübersichtlich, schwer zu verstehen. Wir haben wieder das Problem mit unseren 7 Registern, unseren 7 Speicherzellen. Wenn wir 8 Mocks haben und noch ein Testi und noch Rahmenbedingungen und noch ein zeitliches Verhalten, wird es einfach schwierig. Außer ihr seid gerade dieser weltbekannte 10-fach-Entwickler, der eine von 1000. Aber für einen normalen Entwickler ist das nicht mehr zu handeln. Und schlussendlich die enge Kopplung von Test und Implementation. Wir sprechen ja auch von Whitebox-Tests. Immer dann, wenn wir schauen, ich habe hier ein if, also muss ich einen Test schreiben, dass der if und das else getestet wird, dann bin ich im Whitebox-Test. Es gibt Domänen, das ist notwendig. Es kann sein, dass es gefordert ist durch irgendwelche Code-Coverage-Guidelines. Es kann partiell Sinn machen. Es ist einfach eines der Probleme. Und schlussendlich koppeln die Mocks den Test ganz, ganz stark an die Implementierung. Eben weil sie den Ablauf beeinflussen, weil sie im Ablauf drin sind. Bevor ich zu den Strategien komme, sind da gerade noch Fragen zu Ursachen oder Anmerkungen. Sie dürfen gerne auch nicht einverstanden sein. Bitte schön. Für die Online wiederhole ich die Frage kurz. Wir haben jetzt keine Mocks verwendet und stattdessen die richtige Implementierung, war die Frage, ob dann nicht mehr Tests fehlschlagen, weil alles zusammenhängt. Oder? Nein, der Punkt ist, aus meiner Warte, wenn Sie etwas testen und das Ganze, den ganzen Verbund testen und der Test schlägt fehl. Und Sie das öffentliche API testen, dann würde ich erwarten, dass das einen Grund hat und dass die Funktion nicht mehr erfüllt ist. Dass wenn Sie Ihr gesamtes System nur über die öffentlichen Schnittstellen testen, also als Extremfall, quasi der Anwendertest, wenn dann etwas fehlschlägt, dann muss ja irgendwo ein Bug sein. Das kann nicht einfach sein, weil ein Refactoring da ist, weil wir nur die Außensicht anschauen. Beantwortet das die Frage? versuche ich es anders. Genau, also nochmal, wenn die Tests groß sind, dann ist die Fehlerlokalisierung schwieriger. Beim kleinen Test ist klarer, wo der Fehler passiert. Das ist absolut korrekt und das ist schlussendlich das Balancing, das ist das Engineering, das wir tun müssen,
Deshalb können wir nicht einfach nach Kochbuch sagen, wir testen jede Funktion oder wir testen nur das ganze System. Ja. Ich habe so diese drei Strategien hier für mich ein bisschen entwickelt und als gut befunden. Als erstes ist oft, wenn wir Klassen haben, die so viele Mocks kriegen, muss man sich oft überlegen, habe ich denn richtig geschnitten? Machen meine Klassen vielleicht zu viel? Kann ich das irgendwie umschreiben in Komponenten, Einzelteile, Komponenten kleiner brechen? Wieder mit dem Ergebnis, dass dann die Tests präziser werden, obwohl ich die Komponente über das öffentliche Interface teste. Eben das öffentliche Interface testen, hatte ich schon erwähnt. Und am Schluss den Umgang mit Mocks. Das ist der Teil, für den sind Sie alle hier. Aber ich denke, das andere ist auch wichtig, dass man mal darüber gesprochen hat. Designanpassungen. Das, was mir eigentlich am meisten geholfen hat. Ich habe nur das eine Beispiel hier drin. Es gibt genug Bücher über Refactoring, über Design Patterns und so weiter. Was mir am meisten geholfen hat, ist diese Fassade. Und es geht eigentlich darum, externe Abhängigkeiten zu reduzieren. Und wenn wir jetzt unser Beispiel hier anschauen mit dem Motor, ich habe hier unten links diese iMotor Position eine neue Fassade geschrieben, also Interface für die Fassade. Die bildet die zwei Funktionen ab, die ich vorhin auch schon verwendet habe, und ich injecte diese anstatt den zwei einzelnen Komponenten. Das bringt jetzt auf den ersten Blick nicht so viel. Ich habe jetzt einen Mock statt zwei Mocks, aber ich muss immer noch beide Funktionen einzeln in dem Mock konfigurieren. Wir werden aber später sehen bei der Besprechung der Mocks, was wir dafür Möglichkeiten haben. Und der hier, dieses Refactoring, wird es uns ermöglichen, ganz viele Tests ohne Mocks zu schreiben. Dazu später mehr. Komplexe Funktionen mögen wir alle nicht. Ich hoffe, wenn Sie über seine Funktion stolpern, dass Sie dann den Impuls fühlen, das zu refactoren, zu vereinfachen, wo immer auch möglich. Es gibt also verschiedene Methoden. Etwas, was einfach, relativ einfach und schnell geht. Ich nenne das Dispatcher. Ich habe eine große Funktion, die macht ganz viel. Ich nehme einzelne Methoden, refactor die raus in eine eigene Methode. Habe ich noch keine Codeänderung gemacht, in dem Sinne keine Struktur, also keine Funktionsänderung. Und das ist eigentlich mein erster Schritt. Ich zerlege die großen, komplexen Funktionen in eine Dispatcher-Funktion und die hat eigentlich nur die Aufgabe, all die kleinen Funktionen aufzurufen. Und oft ist es ja so, dass ich in einem Code dann habe, wenn der Fall, dann muss ich hier was anderes machen. Und wenn der andere Fall, muss ich da was anderes machen. Da gibt es so zwei Pattern von der Gang of Four, das ist schon relativ alt. Das eine ist Abstract Method Pattern. Das heißt, in meiner Basisklasse, also meiner Klasse, die ich jetzt refactored habe, kann ich einzelne dieser Methoden überschreiben in einer abgeleiteten Klasse und das Verhalten ganz dediziert ändern. Beispiel, ich habe eine Funktion, ich habe irgendeinen Flag A und wenn das A true ist, mache ich das eine und else was anderes. Also ich mache der Funktion eigentlich zwei Sachen. Mit dem Abstract Pattern oder auch mit dem Strategy Pattern kann ich dann diese Funktion teilen auf zwei Funktionen. Für den Fall A gleich true, eine Methode für den Fall A gleich false. Und kann die jeweils getrennt überschreiben und kann sie entweder immer über Vererbung oder über das Strategy Pattern nach außen auslagern. Und jetzt hat meine Klasse ist nur noch für einen Fall zuständig. Ich habe trotzdem noch den kompletten Ablauf an der Stelle. Das heißt, ich muss nicht mehr all die Varianten berücksichtigen. Das wird jetzt zu einem Konfigurationsproblem. Und was natürlich hilft, ist so die Ideen von Clean Code, kleine Funktionen, die lesbar sind, gute Namen.
Wenn wir testen, sollten wir in unserer User Story oder in unserem Anforderungsdokument beschrieben haben, wie etwas funktioniert, wie es Verhalten von außen sein soll. Das ganz klassische Beispiel, das immer wieder auftritt oder immer wieder gebracht wird, ist ein Bankkonto. Das Bankkonto hat einen Anfangsbestand, dann wird ein Betrag eingezahlt und dann hat es einen Endbestand. In der Beschreibung, in dem Requirement, steht nirgends etwas von Addition. Muss ich jetzt einen Test schreiben, der die Addition testet? Oder teste ich das öffentliche Interface, indem ich sage, ja, ich schaue mal, was auf dem Bankkonto ist. Get Bankkonto, da ist dann 100 Franken drauf. Ich zahle 50 Franken ein, rufe die Funktion nochmal auf, hole mir nochmal den aktuellen Saldo und sehe jetzt 150 Franken. Ich habe an keiner Stelle die Addition überprüft. Die Addition wird zum Implementation Detail. Vielleicht wird das mal irgendwie keine Addition, sondern vielleicht ein riesen AI dahinter, die mir das irgendwie, Magic, neuronales Netz, ist mir egal, solange die Außensicht dieselbe ist. Spielt es keine Rolle, ob ich das, wie ich das rechne, ob ich das addiere, ob ich das jetzt iterativ mache, wie auch immer. Das ist eigentlich die Idee, das öffentliche Interface von unseren, ich sage jetzt Komponenten, zu testen. Und wieder, eine Komponente ist so groß, wie sie sinnvoll ist, um zu testen, oder vom Inhalt her. Wir beschränken uns auf die öffentliche Schnittstelle, das hatte ich Ihnen gesagt. Das heißt, womöglich geht es Richtung Blackbox-Testing. Dass wir wirklich die Anforderungen von außen erfüllen, dass wir die Funktionalität von außen erfüllen und nicht uns mit Implementation Details abhalten. Und eben hier nochmal der Hinweis, dass MOCs die Implementation exponieren. Und selbst wenn wir Blackbox-Tests schreiben und ganz viele MOCs haben, haben wir faktisch trotzdem eigentlich einen Whitebox-Test geschrieben, weil wir alles ihnen zur Verfügung stellen müssen. MOCs, der Begriff MOC hat viele Bedeutungen. Und ich habe so die drei gefunden, als ich nach dem Begriff gesucht habe. Es ist erstmal ein Überbegriff für alle Test-Doubles. Oft wird es aber auch als Synonym für das Mocking-Framework verwendet, sei es Google Test oder Mock von .NET oder Unitest Mock in Python oder wie auch immer die vielen anderen heißen. Und schlussendlich ist es ein einzelner Test-Double. Ich möchte kurz vorstellen, ein Dummy ist das ganz Einfaches. Ein Dummy hat keine Funktionalität. Der Dummy dient nur dazu, ein Interface, einen Aufruf zu befriedigen, weil wir etwas übergeben müssen, aber wir das in dem Test vielleicht nicht benötigen. Also ein Dummy sollte auf den Verlauf des Tests eigentlich keinen Einfluss. Er reduziert aber die Abhängigkeiten. Hier ein Beispiel. Hier haben wir ein Lenkrad und das Lenkrad nimmt zwei Komponenten entgegen. Es hat zwei Funktionen. Es hat einerseits die Cruise Control, also den Tempomat. Da kann ich schneller und langsamer einstellen und ich habe die Audio Control, da kann ich die Lautstärke erhöhen und verringern. Darunter sehen wir jetzt für den Audio Control einen Dummy. Der ist einfach leer implementiert, der tut nichts. Und ganz unten sehen wir, wir wollen hier das Cruise Control, den Tempomat testen. Was ist mir die Audio Control erstmal ganz egal. Ich muss nur irgendwas da injecten, weil der Konstruktor das verlangt. Und ich möchte nicht einen extra Konstruktor schreiben, nur für den Test nach Möglichkeit, das gibt den Wartungsaufwand. Und mit diesem einfachen Pattern kann ich erstaunlich oft einen Mock durch ein, ich sag mal, Nullobjekt oder durch quasi nichts ersetzen. Einfach indem ich es aus dem Weg räume. Je kleiner der Test wird oder je kleiner die zu testende Einheit wird, desto weniger wird das hier auftreten.
all die kleinen Einheiten und ich weniger Ballast haben, weniger Dinge gleichzeitig tun. Dann gibt es den Stub. Der Stub macht ein bisschen mehr. Der liefert eigentlich abhängig von der Eingabe immer dasselbe Resultat. Die Dinge sind einfach zu implementieren, ziemlich straightforward. Wichtig, ein Stub sollte nicht asserten, der sollte nichts überprüfen. Der ist wie ein Dummy, der ist einfach da, macht ein bisschen mehr. Wenn wir uns hier unseren Positionssensor mal anschauen, hier der Positionssensor würde einfach 42 zurückgeben. Und ich bin auch hier immer wieder erstaunt, wie oft es reicht, wenn wir einfach so einen einfachen Wert zurückgeben. Ein anderes Beispiel ist, wir haben irgendein Protokoll, das wir parsen müssen. Wir haben irgendeine Checksumme, die irgendeine Funktion Update und ist valid oder irgend sowas. Das Update ist quasi ein Stub. Als Dummy implementiert, das interessiert mich nicht. Und das ist valid, gibt immer true oder immer false zurück. Weil ich in einem Test eigentlich an den meisten Tests eh einen guten Fall haben möchte und sagen, ja, die Checksumme stimmt schon, ich möchte testen, ob alles andere stimmt. Die nächsthöhere Einheit, das ist ein Spy. Ein Spy protokolliert Funktionsaufrufe und die Werte der Parameter. Damit können wir vergleichen, ob das aufgerufen wird, was wir wollen, und eventuell auch die Reihenfolge der Aufrufe. Für einfache Dinge lohnt es sich oft, hier eine kleine eigene Implementierung zu schreiben. Ich bringe gleich ein Beispiel. Wenn es komplexer wird, wenn ich ein Protokoll zwischen zwei Komponenten überwachen möchte, es muss erst eine Open-Funktion aufgerufen werden, dann muss ein Read kommen, ein Write, irgend sowas und am Schluss ein Close. Das sind Mocking-Frameworks stark. Für das sind sie da. Da können wir sehr genau, sehr feingranular kontrollieren, was geschieht. Vielleicht auch noch ein Wort zu Dummy und Stub. Die Mocks machen genau das. Wenn wir einen Mock nicht konfigurieren, fungieren sie in der Regel als Dummy oder Stub und bringen einfach einen Default-Wert zurück. Hier das Beispiel. Wir haben irgendeine Klasse Sender und wir möchten schauen, was die denn so sendet. Das heißt, anstatt dem Sender injecten wir unseren Sender Spy und der kriegt einfach eine Nachricht, schreibt die Nachricht in einen Vektor und am Ende des Tests können wir den Vektor anschauen. Wir müssen nicht schauen, wie oft der aufgerufen wird und so weiter. Vielleicht interessiert uns nur die letzte Nachricht, die gesendet wurde, oder nur die erste und die anderen sind uns egal. Das heißt, wir müssen nicht alle Mocks aufsetzen, da den richtigen rausfiltern und so weiter, sondern wir können einfach diese Messages anschauen. Und zum Schluss, eigentlich mein Favorit, und als Mock noch, genau. Beim Mock im eigentlichen Sinne wird das Verhalten der Funktion zur Laufzeit festgelegt. Das ist immer dann, wenn ich sage, der Mock soll den Wert zurückliefern. Oder wenn die Funktion mit einem gewissen Parameter aufgerufen wird, soll die und die Aktion ausgeführt werden und so weiter. Interessant ist das, weil das nicht hardcodiert ist, das ist Laufzeit. Ich kann in jedem Test das anders konfigurieren, anders nutzen. Und hier ist ganz klar die Empfehlung, nutzt das Mocking Framework. Das Zeug ist da, für das ist es gemacht. Da sind die Frameworks stark. Wir haben noch den Fake. Der Fake implementiert die Schnittstelle als Ersatz für das richtige Objekt. Das heißt, es ist eine, ich sage mal, volle Implementierung. Nicht mit allen Details, nicht mit allen Sonderfällen, oft vereinfacht. Ein Beispiel ist, nehmen wir an, wir müssten Pi auf 200 Stellen genau berechnen. Das dauert eine gewisse Zeit. Ich möchte mir die Zeit im Unitest sparen.
Also mache ich vielleicht eine Berechnungsfunktion, die mir vorberechnete Werte zurückliefert für 200, für 100 und drei Stellen nach dem Komma. Einfach Anzahl Stellen, if, else, fertig. Ist genau für so zeitaufwendige Sachen ist das geeignet, aber oft auch für so triviale Sachen wie, ich habe irgendwo einen kleinen Data Store, der speichert irgendwas, anstatt dass ich den mocke, ersetze ich den durch einen kleinen Fake, kleine Member-Variable, set-get-Methode schreiben, implementieren, fertig. Jetzt kann der Verwender da so oft lesen, wie er will. Wenn das Lesen nicht zeitkritisch ist, so what? Warum muss ich einem Unit-Test dann sagen, er muss dreimal den Wert liefern und dann den anderen, wenn der Code eigentlich den, an anderer Stelle den richtigen Wert zur richtigen Zeit da reinstellt und ich am Schluss einfach das richtige Endresultat überprüfen kann. Wir haben auch hier ein Beispiel. Das ist ähnlich dem Data Store. Ich habe wieder mein iMotor Position Fassade, diesmal jetzt als Vererbung gelöst. Ich habe eine Member-Variable mit der Position und immer wenn ich einen Step mache, geht die Position 1 weiter und ich kann die Position abfragen. Trivial. Aber diese Art von Ersatz für einen Mock ermöglicht es oft, dass wir einen Test schreiben, gerade auch wenn er ein bisschen größer wird, der nicht mehr auseinanderfällt, nur weil wir jetzt einmal mehr die Position abfragen als vorher oder einmal weniger. Nochmal eine kleine Umfrage. Die Frage steht da, wer hat schon Test-Doubles eingesetzt? Wir starten gleich mal mit Dummies. Wer hat schon Dummies geschrieben und Dummies eingesetzt? Bitte wieder mit Summen. Einige. Stubs. Gibt es auch. Spice. Mocks. Die meisten bisher. Fakes. Auch ein bisschen. Ich sehe schon, ich erzähle hier nichts Neues. Schlussendlich haben wir verschiedene Strategien gesehen. Es geht immer darum, das richtige Werkzeug zu finden. Scheuen Sie sich nicht mal, was auszuprobieren. Mal eine Iteration zu machen, vielleicht ist das der falsche Weg. So lernt man, so entwickelt man ein Gefühl dafür, wann welche Methode eingesetzt wird. Mein Favorit, wenn es immer geht, sich das Design überlegen, wenn das irgendwie möglich ist, auch vom Zeitrahmen. Ich kann hier eine Legacy-Software nicht komplett umschreiten, nur weil ich ein kleines Feature neu bauen möchte. Aber vielleicht kann ich im Kleinen irgendwas so umdesignen, dass das Ganze testbarer wird. Testgröße, wie gesagt, öffentliches Interface, Blackbox-Tests bevorzugen, nicht allzu kleine Einheiten testen und eher Richtung Klasse, Richtung Komponente oder ein paar Klassen zusammen. Dummies, Stubs habe ich hier mal zusammengefasst und Fakes bevorzugen. Spine-Mocks haben ihre Berechtigung. Setzen Sie die ein in dedizierten Tests. Was aber auch hier wichtig ist, wenn ich beispielsweise das Protokoll zwischen zwei Klassen überwachen möchte, dann schreibe ich einen Test, der sicherstellt, dass die Sequenz der Aufrufe in der richtigen Reihenfolge ist. Ich schreibe einen Test, einen anderen Test, bei dem schaue ich nicht auf die Reihenfolge, aber ich schaue, dass meine Send-Funktion dreimal aufgerufen wird, weil das irgendwie wichtig ist in dem Test. Ich mache das nicht im selben Test. Genau mit dem Grund, damit, wenn wir etwas ändern an der Sequenz, dann schlägt ein Test fehl und der sagt, hey, die Sequenz stimmt nicht. Und wenn ich viermal schreibe statt dreimal, dann schlägt ein Test fehl und der sagt, hey, du hast hier viermal geschrieben statt dreimal. Also viele Tests haben, die aber immer nur einen Aspekt testen. Eigentlich so das One-on-One vom Testschreiben, aber soll hier nochmal erwähnt sein. Ich habe hier noch eine kleine Literaturliste. Der erste Punkt, den kann ich sehr empfehlen, das Buch ist schon relativ alt, aber es geht eigentlich darum, wenn man eine Codebasis hat, die gar keine Tests hat, was für Strategien kann ich anwenden, um die testbar zu machen. Ist ein dicker Schinken,
Lohnt sich aber doch durchaus mal quer zu lesen. Und Design Pattern ist, glaube ich, bekannt. Für die, die C++ machen, Large Scale C++ Design von John Lakers. Sicher gute Lektüre, auch ein ziemlicher Schinken. Geht auch ganz stark darum, wie schneide ich meine Software, wie verteile ich das. Was ich auch noch hinweisen möchte, ist da der zweitletzte, TDD, Where Did It All Go Wrong, von Ian Cooper. Ich habe den Vortrag gesehen und habe mir eigentlich das Auge geöffnet für, oder mir das Verständnis für TDD gebracht. Und ich möchte nicht zu viel vorgreifen. Ich denke, die Stunde oder anderthalb Stunden sind gut investiert. Wenn Sie nichts anderes tun, schauen Sie das. Das hilft ganz viel. Es geht nicht direkt ums Mocking, aber ganz viele Aspekte vom Testing, vom TDD, die hier auch diesen Vortrag ziemlich stark beeinflusst haben. Gut, das wäre es von meiner Seite. Sind gerade noch Fragen? Die Frage ist, was ist die Abgrenzung zwischen einem Unit-Test, der eine Funktion testet, bis zu einem etwas größeren Test, der halt Richtung Integration-Test geht? Der Begriff Unit ist nicht so ganz klar einheitlich definiert. Also wenn man also mal einmal schnell Google Unit-Test eingibt, dann findet man ganz viele, die einzelne Funktionen testen. Natürlich, je größer der Test wird, desto mehr geht es Richtung Integration-Test. Ich glaube, das ist eigentlich auch der richtige Weg. Jetzt ist die Frage, was ist ein Integration-Test? Test ein Integration-Test, wenn ich jetzt irgendein Framework habe, die ganze Bibliothek oder ein Subteil davon, wo die Grenzen verschwimmen so ein bisschen. Aber ich glaube, die Beobachtung ist gut, wenn wir vom Unit-Test auch ein bisschen Richtung Integration-Test denken, ein bisschen Richtung größerer, Richtung Public Interface, Richtung ein bisschen mehr Sicht von außen. Erreichen wir, dass unsere Unit-Tests besser refactorbar sind und sich nicht mehr so sehr um Implementation Details kümmern. Aber schlussendlich ist es wie immer ein bisschen Balance finden. Gerade die großen Unit-Tests, sind das eigentlich Integration-Tests? Ist ein kleiner Integration-Test eigentlich eher ein Unit-Test? Ich glaube, das muss man auf einer Fall-zu-Fall-Basis entscheiden. Und ich würde mal sagen, es ist auch okay, sich für eins von beiden zu entscheiden. Und wenn man dann, ich sag mal, einen Unit-Test macht und der fällt bei jedem dritten Commit um, muss man sich vielleicht überlegen, ist der am richtigen Ort? Habe ich das richtig gemacht? Muss ich das vielleicht ein bisschen größer machen? Ich glaube, das ist auch wieder iterativ. Schauen, was geht schief, welche Tests sind problematisch. Also wenn wir einen riesen Test haben mit 1000 Mocks, der lebt seit 3 Jahren und der ist noch nie umgefallen oder nur ganz selten und dann zu Recht, ist ja okay, der Test ist gut. Wenn der Test aber bei jedem Commit umfällt, obwohl wir am anderen Ende der Software was geändert haben, vielleicht nicht so gut, müssen wir die Tests anschauen. Weitere Fragen? Gut. Dann danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und genieße den Rest vom Tag.